Der Kollege Arthur Auernhammer hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Dankeschön. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 30 Jahre Bundesumweltministerium ist eine Erfolgsgeschichte. Die Ministerin hat zu Recht darauf hingewiesen. 30 Jahre Bundesumweltministerium, und ich erlaube mir zu erwähnen, dass in einigen Bundesländern schon früher Umweltministerien installiert worden sind, in Bayern seit 1970. Und diese Erfolgsgeschichte kann sich auch sehen lassen. Unsere Gewässerqualität hat sich verbessert, unsere Luft ist sauberer geworden und die Biodiversität hat sich auch verbessert. Und hier gilt es auch einmal Danke zu sagen an allen Beteiligten. Danke zu sagen, nicht nur an den immer zuständigen Minister oder Ministerin, nicht nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums, sondern vor allem Danke zu sagen an den Akteuren, die draußen in der Umwelt tätig sind, die dafür sorgen, dass unsere Umwelt intakt ist. Und dazu gehören auch Bauern, Bäuerinnen und auch Förster und alle Akteure, die in der Umwelt tätig sind. Und ich weiß ja, gerade in einer Umweltdebatte wird gern über Landwirtschaft und Forst diskutiert und auch oft etwas sehr emotional diskutiert. Aber ich möchte hier doch eins anmerken. Wichtig ist immer, dass wir vernünftige Sachentscheidungen treffen. Und gerade bei der schon angesprochenen Novelle einer Düngeverordnung, eines Düngegesetzes, bei angesprochenen Novellen, die wir im Bundesnaturschutzgesetz machen, müssen wir immer den Fokus darauf haben, wie wirkt sich das aus bei uns vor Ort in den ländlichen Räumen, auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Und ich bin dem Kollegen Haase sehr dankbar, dass er auf die Einkommenssituation unserer Bäuerinnen und Bauern hingewiesen hat. Und er ist ja kein Landwirt. Und da merkt man auch, dass diese Einkommenssituation im Bewusstsein der gesamten Bevölkerung angekommen ist. Wir müssen auch in der Umweltpolitik dem gerecht werden. Und wenn wir jetzt mit der Brechstange versuchen, ein Düngegesetz, eine Düngeverordnung zu erlassen, um die scheinbar wichtigen Anforderungen der EU gerecht zu werden, aber dadurch bewirken, dass gerade kleinbäuerliche Betriebe zu sehr überfordert werden mit der Erstellung einer Hoftorbilanz, mit der Sicherung ihrer Anlagen, wenn wir dadurch diese Betriebe überfordern, beschleunigen wir den Strukturwandel, und das müssen wir vermeiden, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Diskussion um die Klimaschutzpolitik ist in den letzten Wochen und Monaten sehr viel gesagt und auch geäußert worden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das treibt mich auch um und das macht mir auch Sorge, wenn gerade immer auf die Landwirtschaft hier diskutiert wird, wenn über die Landwirtschaft diskutiert wird und auch sehr einseitig diskutiert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landwirtschaft ist nicht Problem in der Klimaschutzpolitik. Die Landwirtschaft ist die Lösung in der Klimaschutzpolitik. Das müssen wir endlich einmal erkennen, auch als Umweltpolitiker. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade im Bereich der erneuerbaren Energien ein großes Potenzial, wo wir mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft CO2 einsparen können, ja nicht nur einsparen, auch CO2 umsetzen in Sauerstoff. Keine Fabrik, kein Industriebetrieb in Deutschland ist in der Lage, aus CO2 Sauerstoff zu produzieren. Das machen die Pflanzen, das machen die Bäume in den Wäldern, auf den Feldern unserer Bäuerinnen und unserer Bauern, unserer Waldarbeiter. Das machen die Pflanzen. Und sie machen es deswegen, weil die Menschen im ländlichen Raum so fleißig und so aktiv sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein durch diese Maßnahme werden in Deutschland 68 Millionen Tonnen CO2 eingespart und in Sauerstoff umgewandelt. Und ich bitte auch deswegen darum, dass wir bei einem Klimaschutzplan 2050 entsprechend auch dies honoriert und berücksichtigt und auf die Belange Rücksicht nimmt und nicht mit einseitigen Forderungen von Labeling, von Steuererhöhungen und dergleichen diese Arbeit ja in den Schatten stellt oder auch noch ja behindert und sie zusätzlich mit Auflagen versorgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade im Bereich des Waldes
Es ist angesprochen worden, Thüringen hat ein bisschen Probleme, diesen Waldumbau zu finanzieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass der meiste Waldbesitz in unserem Land im Besitz der Bundesländer ist. Und da möchte ich schon die Bundesländer in Verantwortung nehmen, diesen Waldumbau selbst zu gestalten und selbst in die Hand zu nehmen und nicht nach Berlin zu rufen, bitte schickt uns Geld, damit wir was machen können. Ich bitte die Bundesländer, hier auch ihre Hausaufgaben zu machen. Und gerade beim Thema Waldumbau und Forstwirtschaft möchte ich auch zu bedenken geben, der Wald produziert nicht nur Sauerstoff, er ist auch ein Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Und wir sollten uns auch ein Beispiel daran nehmen, dass wir mit der Verwendung von heimischem Holz auch CO2 einsparen, dass wir mit unserer heimischen Forstwirtschaft auch einen großen Beitrag dazu leisten, in der Bauwirtschaft, auch im energetischen Bereich, vieles tun, um CO2 einzusparen, um auf Importe verzichten zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Klimaschutz funktioniert also nicht durch Abschaffung oder Deindustrialisierung der Landwirtschaft. Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn wir die Interessen bündeln, wenn wir auch eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in unserem Land haben. Und nur dadurch können wir uns es leisten, Klimaschutz zu machen, Klimaschutz auch als Vorreiter, international als Vorreiter dazustehen. Und ich möchte auch erwähnen, wer war es denn, der den Klimaschutz auf die internationale Agenda gesetzt hat? Wer war es denn, der Klimaschutz in der öffentlichen Diskussion international so weit vorangebracht hat? Es war unsere Kanzlerin Angela Merkel. Das sollten wir auch immer wieder erwähnen und auch in dieser Frage dankbar sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch im Bereich des Klimaschutzes ein Thema, das ist das Thema Energiewende. Da haben wir noch vor der Sommerpause vernünftige Entscheidungen gefällt im Bereich der erneuerbaren Energien. Da müssen wir weitermachen, da müssen wir konstruktiv weitermachen. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung sind wir auf einem guten Weg. Ich möchte aber auch noch, damit Sie nicht den Eindruck haben, ich rede hier nur über Land- und Forstwirtschaft, im Bereich der Städtebauförderung hervorheben. Die Städtebauförderung hat auch einen wichtigen Beitrag, um die Attraktivität im ländlichen Raum weiterhin zu gestalten und weiterhin auszubauen. Ich bin hier sehr dankbar, dass wir Mittel für die Städtebauförderung bereitstellen. Und ich kenne viele positive Projekte aus meiner Heimat, wo mit diesem Geld viel Gutes getan wird. Dankeschön an die Haushälter und bitte so weitermachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Menschen, gerade ältere Menschen, haben Angst vor Einbrüchen. Und gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren steigt diese Angst aufgrund dieser Entwicklung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist sehr erfreulich, dass wir hier zusätzliche Finanzmittel bereitstellen, dass wir in dem Bereich Einbruchssicherung hier Geld bereitstellen. Ich bin hier sehr dankbar, auch der KfW. Ich bin hier sehr dankbar, dass auch die KfW aufgrund meiner Intervention es auch ermöglicht, dass man nicht nur den Antrag online stellt, weil gerade die ältere Generation hat vielleicht etwas noch Hemmungen mit dem Umgang mit den neuen Medien, dass auch über Papierform noch diese Anträge gestellt werden können. Das ist ein guter Beitrag, das ist eine gute Maßnahme gerade für unsere ältere Generation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Umwelthaushalt ist dann nachhaltig, wenn er gut finanziert ist. Das Nachhaltigste, was wir in der Umweltpolitik machen, das Nachhaltigste, was wir machen können als Parlamentarier hier, ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass auch dieser Gesamthaushalt ausgeglichen ist. Ein über Jahre hinweg ausgeglichener Haushalt ist das Nachhaltigste, was wir hier machen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Michael Groß das Wort.